Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist November, das Ende des Kirchenjahres. In diesen Tagen nehmen wir wahr, wie die Natur immer weniger wird. Die Blätter sind von den Bäumen gefallen, die Tage sind immer kürzer. Wir nehmen wahr, dass unser Leben vergänglich ist, dass wir alle sterblich sind. In diesen Tagen im November denken wir an unsere Toten, voller Trauer und voller Dankbarkeit. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben, wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht, so ist unser Leben seelt. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Tage, wie ein Strom beginnt zu rinnen und mit Laufen nicht hält innen, so fährt unsere Zeit von hinnen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Freude, wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten, so sind unsere Fröhlichkeiten. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschen Schöne, wie ein Blümlein bald vergeht, wenn ein raues Lüftlein wehet, so ist unsere schöne Seele. Lasst uns gemeinsam sprechen mit Worten des 126. Psalms. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Glücke, wie sich eine Kugel dreht, die bald da, bald dort entsteht, so ist unser Glück seelt. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Schätze. Es kann Glut und Flut entstehen, dadurch, ehe wir uns versehen, alles muss zu Trümmern gehen. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Prangen, der in Purpur hoch vermessen ist, als wie ein Gott gesessen, dessen wird im Tod vergessen. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Sachen. Alles, alles, was wir sehen, das muss fallen und vergehen. Wer Gott fürcht, wird
in einer dunklen Zeit voller Angst, da erzählte Jesus den Seinen ein Gleichnis. Hört das Evangelium des heutigen Sonntags, es steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Der Himmel, der ist, ist nicht der Himmel, der kommt, wenn eins Himmel und Erde vergehen. Der Himmel, der kommt, das ist der kommende Herr, wenn die Herren der Erde gegangen. Der Himmel, der kommt, das ist die Welt ohne Leid, wo Gewalt hat und Elend besiegt sind. Der Himmel, der kommt, das ist die fröhliche Stadt und der Gott mit dem Antlitz des Menschen. Der Himmel, der kommt, grüßt schon die Erde, die ist, wenn die Liebe das Leben verändert. 10 Jungfrauen, 5 kluge, 5 törichte. Beim Lesen dieser Geschichte identifiziere ich mich ganz oft mit den törichten Jungfrauen. Die stehen da und bitten und betteln: Gebt uns etwas ab. Und sie bekommen gesagt: Nein, wir geben euch nichts ab. Und dann wieder stehen sie an dem verschlossenen Tor und bitten: Lasst uns herein. Aber das Tor bleibt zu. Sie bleiben draußen. Wie geht es den Menschen, die nicht haben, was sie zum Leben brauchen? Wie geht es den Menschen, die draußen vor verschlossenen Tür stehen und nicht hereinkommen? Sind die törichten Jungfrauen denn wirklich töricht? Und was macht die klugen Jungfrauen denn klug? Ist es nicht eher eine Hartherzigkeit, wenn sie sagen: Nein, wir geben euch nichts ab, dann reicht es ja für uns alle nicht? Über diesen Dialog habe ich immer wieder nachgedacht, wie hartherzig sie sind, aber auch, was für eine gute Entscheidung.
Es ist doch besser, dass 5 Lampen leuschten für alle, als dass 10 Lampen ein bisschen leuchten und dann ausgehen. Aber was genau macht die klugen Jungfrauen zu klugen und die Törichten zu Törichten? Es hört sich so an, als sei es das Öl, das sie mitnehmen. Aber wem von uns ist es nicht schon passiert, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben? Dass man die Lampe mitnimmt, aber nicht das Öl, das kann doch jedem mal passieren. Und die klugen Jungfrauen, sie sehen, dass ihre Geschwister kein Öl mitnehmen. Warum sagen sie nichts? Es wäre doch klug und warmherzig zu sagen, liebe Schwester, du hast das Öl vergessen. Dann hätten sie das ganze Problem schon im Vorfeld gelöst. Was genau also macht die Klugen zu Klugen und die Törichten zu Törichten? In dem Moment, als der Bräutigam kommt, in dem Moment, als die einen merken, ich habe etwas vergessen und die anderen merken, ich habe es nicht vergessen, in dem Moment, da kippt die Geschichte. Geht doch zum Kaufmann und kauft euch, was euch fehlt. Und wie dumm sind die törichten Jungfrauen, dass sie tatsächlich weggehen. Sie gehen in die Stadt und gehen einkaufen und wollen bekommen, was ihnen fehlt. Können wir uns so leicht kaufen, was uns fehlt? Sind wir nicht alle angewiesen darauf, dass wir geschenkt bekommen, was wir nicht haben? Und haben wir nicht einen barmherzigen Gott, der uns annimmt, mit all unseren Fehlern, mit all unserem Versagen? Geht nicht zu den Kaufleuten, sondern wendet euch Gott zu. Ich behaupte, wären die 5 Jungfrauen nicht zum Kaufmann gegangen, sondern hätten sie vertraut, Gott, der Bräutigam, lässt uns ein, auch wenn wir unvollkommen sind, dann wären sie hineingekommen. Dann hätten sie mitgefeiert. Aber so, sie suchten das, was ihnen fehlt, nicht bei Gott, sondern im Kaufmannsladen. Dort aber finden wir etwas, was uns für den Moment hilft. Dort finden wir etwas, was uns im Moment glücklich macht. Aber das, was wir zum Leben wirklich brauchen, das finden wir dort nicht. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis. Darum wachet, wachet, seid wachsam, wendet euch an Gott, er wird euch helfen, er wird euch annehmen, liebevoll, und er wird ausgleichen, was ihr versäumt habt und was euch fehlt. Gott schenkt uns ein Licht, das leuchtet durch alle Dunkelheit hindurch. Darauf dürfen wir, darauf müssen wir vertrauen. Ich bin ein Gast auf Erden und hab hier keinen Stand. Der Himmel soll mir werden, da ist mein Vaterland. Hier reis ich bis zum Grabe, dort in der ewigen Ruh ist Gottes Gnadengabe, die schließt all Arbeit zu. Was ist mein ganzes Wesen von meiner Jugend an, als Mühe und Not gewesen, solang ich denken kann, hab ich so manchen
ganz der Welt. Verfolgung, Hass und Neiden, ob ich's gleich nicht verschuld, hab ich doch müssen leiden und tragen mit Geduld. Mein Heimat ist dort oben, da aller Engel schar, den großen Herrscher loben, der alles ganz und gar in seinen Händen trägelt und für erhält. Auch alles sieht und liegt, wie es ihm wohl gefällt. Du aber, meine Freude, du meines Lebens Licht, du ziehst mich, wenn ich scheide, hin vor dein Angesicht, ins Haus der ewigen Wonne, da ich stets freudenvoll, gleich wie die helle Sonne mit anderen leuchten soll. Da will ich immer wohnen und nicht nur als ein Gast bei denen, die mit Kronen du ausgeschmückt hast. Da will ich herrlich singen von deinem großen Tun und frei von schnöden Dingen in meinem Erbteil ruhen. Die Osterkerze haben wir am Ostermorgen entzündet. Sie erinnert uns daran, Christus ist von den Toten auferstanden. Er lebt. Weil er auferstanden ist, darum haben auch wir Hoffnung, nein, Gewissheit, dass er mit uns geht, alle unsere Wege, auch den Weg durch den Tod hindurch. Wir denken an unsere Verstorbenen und entzünden für jeden von ihnen ein Licht am Osterlicht. Und wir stellen dieses Licht auf den Taufstein. Der Taufstein, er steht für Gottes Treue zu uns Menschen. Wenn wir getauft werden, dann spricht er uns zu: Ich bin bei dir alle Tage. Auf diese Zusage vertrauen wir. Der Taufstein, er steht für Gottes Treue. Ihm, Gott, vertrauen wir unsere Verstorbenen an. Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit
Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, deren Herz traurig ist. Tröste sie und stärke sie. Wir bitten dich für alle Kranken, für alle Sterbenden, für die Leidenden an so vielen Orten der Welt. Sei du bei ihnen, tröste sie, führe uns Menschen zum Leben. Wir bitten dich, Gott, für alle, die anderen helfen. Wir denken an die Krankenschwestern, an die Pfleger. Wir denken an Seelsorgerinnen und Seelsorger. Wir denken an alle, die bei Leib und Seele Brot und alles, was wir zum Leben brauchen, teilen. Wir denken an die, die in Flüchtlingslagern helfen, die für den Frieden eintreten. Stärke sie und schenke ihnen immer wieder Hoffnung und Mut. Wir bitten dich für uns alle, die wir nach Vertrauen, nach Glauben suchen. Lass uns deine Nähe spüren, heute und in aller Zeit, die du uns schenkst. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der